VeChain ist eines der beliebtesten und eines der besten Krypto-Blockchain-Projekte, die es überhaupt gibt. Im heutigen Video schauen wir uns an, was VeChain wirklich auszeichnet, was hier in einigen Tagen eventuell mit dieser Kryptowährung passieren kann und wie es dazu kommen könnte, beziehungsweise ob es realistisch ist, dass VeChain möglicherweise noch im aktuellen Bullrun die eine US-Dollar-Marke erreicht. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über VeChain. Denn tatsächlich gab es in den letzten Tagen wieder großartige Neuerungen und gerade die nächste Woche könnte für VeChain extrem interessant werden. Wir schauen uns im heutigen Video nicht nur an, was VeChain hier tatsächlich so besonders macht, sondern auch, wie realistisch es ist, dass diese Kryptowährung tatsächlich die eine US-Dollar-Marke erreicht. Ein Preisziel, welches von vielen Investoren hier antizipiert wird. Selbstverständlich habe ich das aktuelle Video sowie all meine Videos mit Timestamps unterteilt, somit brauchst du dir nur die Passagen anschauen, die für dich wirklich interessant und relevant sind. Ich bedanke mich jedenfalls jetzt schon mal fürs Schauen des Videos, lass super gerne Bewertungen und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank dafür, Freunde. Wir reden nicht länger um den heißen Brei und springen direkt auf die erste Folie. Gerade in den letzten Tagen hat sich der Kurs von VeChain richtig gut entwickelt. Einer der Gründe hierfür ist selbstverständlich die Implementierung des Testnets VeChain POA 2.0. Ich habe bereits vor einigen Wochen ein Video darüber gemacht und euch erklärt, was dieses Update hier mit sich bringt. Im Verlauf des Videos gehen wir trotzdem noch mal kurz auf dieses Update drauf ein. Das Update, welches hier erst vor einigen Tagen ins Testnet implementiert wurde, soll dabei bei VeChain mit einem veränderten Konsensmechanismus die Skalierbarkeit der Blockchain deutlich erhöhen. Ausgesprochen heißt das Update Surface, kurz gesagt PUA 2.0. Das Update hat sich hier auf zwei wesentliche Punkte konzentriert. Zum einen die Skalierbarkeit, wie eben schon angesprochen, und zum anderen kein Datenverlust. Damit soll die Blockchain hier tatsächlich noch massentauglicher gemacht werden und das Update, welches wir hier aktuell sehen, ist tatsächlich ein revolutionierendes in der gesamten Blockchain-Technologie. Im Detail wurden quasi zwei Konsensarten hier miteinander verknüpft bzw. verschmolzen. So etwas gab es tatsächlich in der Blockchain-Welt bisher noch nicht, womit VeChain hier tatsächlich etwas erreicht hat, was bisher noch kein anderes Projekt geschafft oder antizipiert hat. Durch das Kombinieren von zwei Konsensmechanismen sollen hierbei die Vorteile rausgenommen werden, wobei die Nachteile auf der anderen Seite eliminiert werden. Daher ist die News von VeChains PUA 2.0 hierbei als eine innovative Weiterentwicklung von der ursprünglichen Blockchain-Technologie zu betrachten. In der ersten Phase soll hierbei eine Art Sicherung für bestimmte Unvorhersehbarkeiten implementiert werden. Sollte es bei der Umstellung hierbei zu einem Datenverlust kommen, würde diese Funktion die Daten sichern. Demnach wird auch die Sicherheit dieser Blockchain umso stärker erhöht. Sobald die Zustellung von allen Anteilseignern des Projektes hier eingeholt wurde, wird das Testnet im Mainnet implementiert. Allgemein hat VeChain in den vergangenen Monaten unglaublich positive Schlagzeilen geschrieben. Ich habe euch immer wieder auf dem Laufenden gehalten und hier immer die interessantesten News mit euch geteilt. So gab es natürlich in der Vergangenheit unzählige extrem große und interessante Partnerschaften, doch auch viele sehr zukunftsorientierte Projekte wurden bereits in den letzten Wochen hier auf VeChain gelauncht bzw. gestartet. Ein Beispiel hierfür wäre die Enterprise Public Blockchain von VeChain für Premium Olivenöle. Sie hilft hierbei in einem extrem schnell wachsenden Markt gesundheitsbewussten chinesischen Verbrauchern hochwertige Extra Virgin Premium Olivenöle zu liefern. Das klingt, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, natürlich nicht wirklich extrem groß und auch nicht wirklich interessant. Tatsächlich sollte man aber festhalten, dass genau dieser Bereich eben diese nachvollziehbaren Lieferketten von unter anderem auch Lebensmitteln in der jüngsten Vergangenheit immer gefragter werden. Neben Olivenöl kamen auch einige News zur Tiernahrung raus. So möchte sich VeChain ebenfalls auch auf die Nachverfolgbarkeit von Tiernahrung konzentrieren, ein Thema, welches ebenfalls in den vergangenen Monaten immer größer geworden ist. Es handelt sich hierbei tatsächlich, auch wenn man es gar nicht so schätzen mag, mittlerweile schon um ein Milliardengeschäft. VeChain möchte eben hier durch ihre Produkte diese Nachverfolgbarkeit liefern, somit können die Endkunden zu 100% davon ausgehen, dass das hier gelieferte Produkt nicht nur das Original ist, sondern selbstverständlich auch allen Gesundheitsstandards unterliegt. Eine weitere riesige Schlagzeile, die VeChain in den vergangenen Wochen geschlagen hat, ist hier die Entwicklung neuartiger SaaS-Produkte für den chinesischen Markt in Bezug auf digitale Kohlenstoffemissionen. Zunehmende Auswirkungen von Treibhausgasen bzw. eben dieser riesige CO2-Ausstoß, den wir gerade aus dem chinesischen Raum in den vergangenen Jahren immer stärker gesehen haben, ist natürlich ein riesiges Problem auf der ganzen Welt. VeChain möchte in China mit einer Reihe ausgereifter Blockchain-Technologien dazu beitragen, die Digitalisierung von Kohlenstoffdaten zu katalysieren und Chinas Ambitionen zur Emissionsreduzierung zu unterstützen. Der neue Digital Carbon Footprint SaaS Service von VeChain ist ein leistungsfähiges, schnell einsetzbares Tool, das es Unternehmen in jeder Größe ermöglicht, ihr Carbon Footprint Datenmanagement neu zu gestalten. Gerade aus der chinesischen Regierungsebene hat man in den vergangenen Monaten und auch Jahren immer stärker die Rufe nach der Verringerung der Kohlenstoffemissionen gehört.
hören. Natürlich ist China aktuell, wenn man jetzt wirklich nur auf den CO2-Ausstoß geht, eins der wohl schädlichsten Länder oder eins der Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß. Man sollte aber nicht vergessen, dass das Land zum jetzigen Zeitpunkt über 1 Milliarde Einwohner hat, somit über 10% der gesamten Weltbevölkerung. Das finde ich, schätzen immer relativ viele Leute falsch ein, wenn sie jetzt China irgendwie mit europäischen Ländern wie beispielsweise Deutschland vergleichen. Man muss hier wirklich die Kohlenstoffemissionen pro Kopf sehen, um hierzu wirklich realistische Werte zu finden. Fakt ist, WeChain wurde 2015 ins Leben gerufen, um das Lieferketten- und Produktlebenszyklusmanagement von Unternehmen zu verbessern. Technisch gesehen hat WeChain tatsächlich extrem viel zu bieten. Sie haben nicht nur unglaublich viele Partner, sondern selbstverständlich auch, wie eben schon genannt, unzählige super interessante Projekte, die sie selber hier an den Start bringen. WeChain versucht übrigens, die Probleme der Lieferketten-Nachverfolgbarkeit hierbei mit Hilfe von Radio Frequency Identification Chips zu erreichen. Diese werden von den jeweiligen Standorten immer wieder abgescannt, somit können die Lieferwege zu 100% nachvollziehbar verfolgt werden. Die WeChain Blockchain, was übrigens viele überhaupt nicht wissen, hat bereits ein Zertifikat von China's Association for Standardization erhalten. Somit handelt es sich ebenfalls auch hier um die erste öffentliche Blockchain, die dem Ruf internationaler Organisationen nachkommt, ein Blockchain-Toolkit für reale Anwendungen anzubieten. Wir wissen alle, dass das WeChain-Netzwerk noch eine Menge Platz zum Wachsen hat. Insbesondere, wenn erstmal die Lieferketten-Nachverfolgbarkeit an Popularität gewinnt und von immer mehr Unternehmen genutzt wird. Klar, WeChain hat zum heutigen Zeitpunkt schon extrem viele Partner, diese nutzen aber natürlich nicht für jede einzelne Transaktion bzw. für jedes einzelne Versenden hierbei die Technologie von WeChain. Meiner Meinung nach ist das allerdings ein Punkt, den wir in Zukunft möglicherweise sehen könnten. Diese Nachverfolgbarkeit wird in Zukunft immer wichtiger. WeChain hat hier nun mal eben eine Blockchain geschaffen, die es eben ermöglicht, diese nachvollziehbaren Lieferwege hier wirklich komplett Stück für Stück rückzuverfolgen. Das bringt meiner Meinung nach super riesen Vorteile, denn WeChain hat hier eben eine Technologie schon sehr weit entwickelt, womit natürlich die Standardisierung umso einfacher wird. Durch das Update PUA 2.0, welches höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen hier auf das Mainnet implementiert wird, erlangt die Blockchain eben eine höhere Sicherheit sowie eine höhere Leistung, was dementsprechend dazu beitragen könnte, dieser Blockchain mehr Akzeptanz zu bringen. Noch dazu ist das Update PUA 2.0 hier natürlich einzigartig und wurde so in der Blockchain-Welt bisher noch niemals implementiert. Ich habe euch jetzt im Hintergrund nochmal ein, zwei Stichpunkte zusammengefasst, in denen ihr, falls ihr euch für die technischen Aspekte interessiert, natürlich nochmal etwas genauer belesen könnt. Alle Quellenangaben sind übrigens wie immer natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Fakt ist, was für uns am Ende des Tages wichtig ist, WeChain bringt hier zwei Konsensmechanismen zusammen, was hierbei eine revolutionierende Blockchain-Technologie mit sich bringt. Nachdem die Implementierung des Testnets vor wenigen Tagen hier erfolgreich stattgefunden hat, wird antizipiert, dass wir ca. am 16. November des aktuellen Jahres, also in nur wenigen Tagen, bereits die Implementierung in das Mainnet sehen können. In der Vergangenheit hat man bei WeChain gesehen, dass nicht nur in der Antizipation, das heißt in der Vorfreude auf ein solches Update, der Kurs nach oben geschossen ist. Auch nachdem die Updates hier erfolgreich implementiert wurden, gab es oftmals, nicht immer, aber oftmals starke Kurszuwächse. Es könnte also dementsprechend extrem lukrativ werden, sich hier ein bisschen im WeChain-Bereich weiter einzulesen und hier möglicherweise einige Trades zu tätigen. Das hier ist natürlich keine Anlagenberatung. Ich möchte nur einmal darauf hinweisen, dass WeChain auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch unter seinem letzten All-Time-High liegt und ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis WeChain hier sein neues All-Time-High schreiben wird. Gerade wo wir jetzt aktuell sehen, dass Kryptovermögenswerte wie Bitcoin oder auch Ethereum wieder extrem durch die Decke gehen, halte ich es für recht realistisch, dass spätestens wenn wir wieder in die Altcoin-Season kommen, hier Kryptovermögenswerte gerade auch wie WeChain nach oben schießen können. Das Erreichen seines letzten All-Time-Highs halte ich persönlich zum aktuellen Zeitpunkt sogar in den nächsten 2 bis 3 Wochen für sehr realistisch. Gerade wenn das Update hier erfolgreich implementiert wird, gehe ich davon aus, dass das ungefähr der Zeitpunkt sein könnte, wo WeChain hier sein neues All-Time-High schreibt. Man sollte natürlich immer daran denken, dass solche Events auch zu Buy the Rumors, Sell the News Events werden könnten. Das heißt, wenn der Kurs hier zu stark vor der Implementierung steigt, dann ist auch davon auszugehen, dass man nach der Implementierung hier stärkere Rücksetzer sieht. Verfallt daher nicht in FOMO. Ich denke, die meisten von uns sind schon in WeChain investiert. Ich persönlich gehe davon aus, dass auch jetzt gerade noch eine gute Einstiegsmöglichkeit da wäre. Wie ich eben schon beschrieben hatte, konzentriert sich WeChain ja auch auf die Nachverfolgbarkeit von Kohlenstoffemissionen. Die Blockchain selber ist natürlich ebenfalls eine der grünsten und klimaneutralsten Blockchains, die es überhaupt gibt. Gerade in den letzten Monaten bzw. zu Mitte des Jahres gab es ja eine riesige Debatte darum, dass hier einige Kryptowährungen extrem viel Strom verbrauchen. WeChain möchte eben nicht nur die Kohlenstoffemissionen hier nach unten drücken, sondern geht natürlich auch mit bestem Beispiel voran und liefert hier eine Blockchain, die quasi fast schon klimaneutral ist. Wo wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, die WeChain Foundation
Foundation hat erst vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie sich der internationalen Agenda für das SDGs von San Marino angeschlossen hat. Hierzu arbeiten VeChain und DNGVL zusammen, um das strategische Instrument des kohlenstoffarmen Ökosystems zu entwickeln, um der Republik San Marino zu helfen, der erste klimaneutrale Staat zu werden. Zusätzlich zu den ganzen positiven Punkten ist VeChain ebenfalls ein Pionier in der Integration von IoT, also Internet of Things, und DLT, Distributed Ledger Technologien, positioniert. Wenn man die ganzen News und Informationen jetzt einfach mal Revue passieren lässt, so scheint es recht offensichtlich, dass VeChain hier eine der revolutionierendsten und wohl auch besten Blockchain-Projekte überhaupt ist. Das gibt uns natürlich einen noch stärkeren Grund, hier nochmal einen Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung und natürlich auch den Preis selber zu schauen, um Schlüsse daraus zu ziehen, wie realistisch es jetzt ist, dass VeChain tatsächlich die eine US-Dollar-Marke erreicht. Zum heutigen Datum, und ich nehme das ganze Video hier gerade um 2 Uhr nachts auf, denn ich muss leider nachher zur Arbeit, schreibt VeChain einen Preis von 17 US-Dollar Cent. Tatsächlich landet VeChain damit schon auf Platz 22 nach CoinMarketCap im Vergleich zu über 11.000 anderen Kryptowährungen. Das ist natürlich schon eine sehr gute Position, die VeChain hier in den letzten Tagen aufgebaut hat, denn sie haben sich im Vergleich zu einigen anderen Altcoins deutlich stärker durchgesetzt. Die Marktkapitalisierung von knapp 11 Milliarden US-Dollar kommt ja ganz einfach zustande, indem man den Preis pro Token mal die gesamt im Umlauf befindlichen Tokens rechnet. VeChain hat zum jetzigen Zeitpunkt knapp über 64 Milliarden Tokens im Umlauf und einen aktuellen Preis von 17 Cent. Somit kommen wir ungefähr auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar. Die hier im Hintergrund eingeblendeten Werte sind natürlich gerundet und ungefähr und jetzt hier nicht auf den US-Dollar-Cent genau ausgerechnet. Die Marktkapitalisierung, die VeChain hätte, sollte der Kurs bei einem Dollar stehen, ist natürlich etwas leichter auszurechnen. Ein Dollar mal die Anzahl der im Umlauf befindlichen Tokens, also mal die knapp 64 Milliarden, so müsste VeChain eine Marktkapitalisierung von knapp 64 Milliarden US-Dollar erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt entspricht das in etwa den Wert von XRP. Tatsächlich würde VeChain mit einem Wert von 1 US-Dollar pro Token zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 7 nach CoinMarketCap gelistet werden. Ich persönlich denke, dass eine solche Marktkapitalisierung für VeChain hier nicht nur realistisch, sondern auch nachvollziehbar wäre. Betrachtet man das Ganze allerdings jetzt von einer Position weiter zurück, so scheint es doch dann relativ unwahrscheinlich, dass VeChain hier in den nächsten 2-3 Wochen die 7. Kryptowährung der Welt wird. Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass ich es durchaus für realistisch halte, dass VeChain eventuell im aktuellen Bullrun trotzdem noch die 1 US-Dollar Marke erreicht. Warum gehe ich davon aus? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir jetzt in den nächsten Wochen hier bei Bitcoin eine Preisexplosion sehen werden. Infolgedessen werden auch irgendwann die Altcoins in der Altcoin-Season meiner persönlichen Meinung nach explodieren. Somit steigt natürlich auch die gesamte Marktkapitalisierung von den Projekten, die sich jetzt auf Platz 6, 7 und 8 befinden, also die knapp 50 Milliarden US-Dollar Position, werden hier meiner Meinung nach auch nach oben steigen. Projekte wie Polkadot oder auch XRP, die jetzt gerade eine Marktkapitalisierung von 55 bis 60 Milliarden US-Dollar haben, werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch eine viel, viel höhere Marktkapitalisierung erreichen. Ich habe hier im Hintergrund einfach mal eingeblendet, was VeChain für eine Marktkapitalisierung hätte, sollte der Kurs bei 50 Cent landen. Natürlich ist auch die Rechnung relativ simpel. Die Tokens, die sich im gesamten Umlauf befinden, mal 0,5 entspricht dann dementsprechend ca. 32 Milliarden US-Dollar. Somit würde VeChain von der Größe ungefähr so groß sein wie zum jetzigen Zeitpunkt Shiba Inu oder Dogecoin. Ich halte es für durchaus realistisch und nachvollziehbar, dass VeChain hier sich in diese Preisbereiche begeben wird. Ich denke, spätestens wenn die Altcoin-Season hier startet, wird VeChain höhere Preisziele schreiben und auch sein neues All-Time-High ist, denke ich mal, nur eine Frage der Zeit. Grund dessen könnte natürlich zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Möglichkeit sein, hier zusätzlich noch mit in VeChain einzusteigen. VeChain halte ich persönlich für eines der fundamental stärksten Projekte überhaupt. Viele dieser Projekte von VeChain sind natürlich extrem zukunftsbasiert. Wenn ich so ein bisschen über die Technologie von VeChain nachdenke und den Nutzen, so gehe ich davon aus, dass wir früher oder später genau das sehen werden und zwar als Standard. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann früher oder später zu einem Standard wird, dass hier Lebensmittel und ähnliche Produkte aus dem Ausland nachvollziehbar verfolgt werden müssen. Das Ding ist natürlich, dass diese Technologie nicht von heute auf morgen komplett breit etabliert ist und ein kompletter Standard wird. Das ist ein Prozess, den wir höchstwahrscheinlich über die nächsten Jahre sehen werden. Somit ist VeChain für mich eines der fundamental stärksten Kryptoprojekte. Natürlich muss man in einem Bärenmarkt davon ausgehen, dass VeChain auch nochmal unter den aktuellen Preis fallen wird. Das muss man einfach in Betracht ziehen, beziehungsweise muss man einfach im Hinterkopf behalten. Über einen langen Zeithorizont schreibe ich dem VeChain-Kurs hier allerdings extrem positive Preisziele zu, denn das Projekt ist einfach der Hammer und die Blockchain-Technologie ist revolutionär.
meint. Schreibt mir an dieser Stelle super gern mal eure persönliche Meinung zu VeChain in die Kommentare. Haltet ihr hier diese 1 US-Dollar für absolut irrsinnig und total unrealistisch oder könntet ihr ebenfalls davon ausgehen, dass VeChain möglicherweise diesen Preis bereits im aktuellen Bullrun erreicht? An dieser Stelle natürlich auch nochmal kurz die Warnung, sollte der VeChain-Kurs hier explodieren, dann kommt es doch immer wieder zu stärkeren Rücksetzern, deshalb versucht ihr nicht in FOMO zu verfallen. Falls ihr investiert seid, herzlichen Glückwunsch. Falls ihr jetzt noch akkumuliert, kann es auf jeden Fall noch eine gute Preisebene sein. Wenn der Kurs allerdings erstmal auf 60, 70 Cent steigt, ja dann wäre ich eventuell so langsam vorsichtig, denn dann muss man selbstverständlich auch mit stärkeren Korrekturen rechnen. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen und euch so ein bisschen vermitteln können, wie realistisch es ist, dass VeChain hier möglicherweise im aktuellen Bullrun die 1 US-Dollar-Marke erreicht. Wie bereits gesagt, Short-Term in den nächsten Wochen halte ich es für recht unrealistisch, denn ich denke, der ganze Altcoin-Markt müsste nach oben gepumpt werden. Wenn man jetzt allerdings das Ganze auf die nächsten 2-3 Monate projiziert, so halte ich das für deutlich realistischer. Man sollte sich natürlich jetzt nicht dieses Preisziel setzen, sollte sich der VeChain-Kurs hier tatsächlich schon auf 60, 70 US-Dollar-Cent steigern. Ja, selbst dann hat man eine wunderbare Vervielfachung des aktuellen Kurses und kann dann dementsprechend natürlich auf dem Weg dahin auch immer wieder Gewinne realisieren, so wie man es machen sollte. Ich beende jetzt allerdings das Video, ich rede auch nicht länger um den heißen Brei, bedanke mich für den Support und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.